Taras Varava, wir sind nun in Malta. Ja, willkommen hier. Hat sich gut gefallen? Gefällt mir sehr, ja. Okay. Präsentiere dich erstmal. Du hast ja geboxt in Deutschland. Ja, also ich heiße Taras Varava, habe mit 20 angefangen zu boxen und wurde beim ersten Training ganz böse verprügelt. Aber das. Wo einer jetzt weggehen würde und sagen würde, Mensch, das ist ja gar nicht meins. Ich bin zwar verprügelt, aber total glücklich nach Hause gegangen. Und dann habe ich gewusst, dass das meins ist, ja. Okay. Und du hast ein paar Amateurkämpfe als Boxer gemacht oder du bist mit Kickboxen ja, oder was angefangen? Ja, es hat mit Kickboxen angefangen, aber ich habe schnell gemerkt, dass ich mehr der Boxkämpfer bin. Und dann habe ich ganz schnell gewechselt und das so spezialisiert halt. Okay. Und du bist Profi seit wie lange dann? Oh, seit 2006 glaube ich. Okay, ja. Müssen wir jetzt direkt in den Boxring gucken. Okay, ja. Bin mir jetzt nicht sicher. Und morgen kämpfst du gegen wem? Billy the Hitman Carito heißt er hier. Okay. Ja, ist ein super netter Kerl. Also, ich habe noch nie so einen Gegner kennengelernt, der jetzt so eine positive Ausstrahlung hatte auch. Glaubst du, dass er auch so freundlich im Ring wird? Ja, das glaube ich nicht. Das ist ja nicht diese Sache. Ne? Ich bin auch ganz anders im Ring. Also ich bin, glaube ich, auch an dieser Veranstaltung, wenn man so in die Runde guckt, auch der harmloseste. Ja? Aber im Ring wechseln sich die Seiten. Okay, dann werden wir also morgen einen spannenden Kampf sehen. Wird eine Schlacht, ja. Und wie viele Runden soll das jetzt gehen? Es soll 6 Runden, 3 Minuten okay. dauern. Und ja, ich hoffe, ich kann das... schneller beenden. Und dein Training ist gut abgelaufen auch? Ja, ich habe mich konditionell gut vorbereitet eigentlich. Also es kann natürlich immer besser sein. Ich habe eine kleine Lungenentzündung, die hat sich nicht Lunge, Erkältung. Ja, also, ja. Die hat mich zurückgeworfen. Also eine Woche musste ich dann pausieren und dann wieder langsam anfangen. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich sehr fit. Und aber jetzt bist du wieder richtig fit dann, ja? Ja, ich fühle mich super und perfekt. Ich warte auf den Kampf. Dann gibst du dein Bestes morgen und wir drücken die Daumen für dich und wünschen viel, viel Erfolg dann, ja? Vielen Dank. Danke dir.